Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Kanal-Update. Ja, worum es heute geht und was ich zu berichten habe, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, es ist ein Kanal-Update geworden heute, war so eigentlich nicht wirklich geplant. Heute sollte eigentlich eine Folge Neuzugänge kommen. Aber es ist jetzt doch ein Kanal-Update geworden, denn es haben sich innerhalb der letzten paar Wochen doch ein paar Dinge ereignet, beziehungsweise eine bestimmte Sache ereignet, bei der es doch eines Kanal-Updates bedarf. Eigentlich wollte ich das Video zuerst als Sammelkartencheck bringen, aber das wäre vielleicht schon ein bisschen so aus dem Kontext gerissen, sage ich mal, so ein bisschen deplatziert in dem Format, denn es geht ja quasi um den Kanal und um das Projekt. Und im Prinzip geht es um Folgendes. Es gibt ja immer mal wieder Leute unter euch, unter meiner Abonnentschaft, die mir via E-Mail oder Instagram oder auch WhatsApp Angebote machen. Ich könnte ja ihre Sammlung kaufen oder sie hätten schöne OVP-Produkte, die ich kaufen könnte für ein schönes Mega-Opening bzw. Allgemein-Opening. Und bisher habe ich das auch immer mit Freuden angenommen und es kamen einige nette Kontakte, teilweise auch längerfristige, ich sag jetzt mal Online-Freundschaften zustande. Und ja, was soll ich sagen? Es war doch immer relativ angenehm, mit diesen Leuten Deals abzuschließen, wenn denn einer zustande kam. Und jetzt ist es allerdings so, dass ich mich, was meine Finanzierung angeht, etwas umorientiere, sage ich mal. Es ist ja immer so gewesen, dass ich halt mal da ein Taui hingeschossen habe, na, habe ich da wieder für 2.000 eingekauft, dann hier nochmal eine Sammlung für 300 Euro und so weiter und so fort. Und ich möchte gerne diese ganzen in verschiedene Richtungen gehenden Geldströme bündeln und in eine Richtung schießen und diese Richtung heißt Rising Time. Das bedeutet, wir kommen auch gleich dazu, warum das so ist, aber das bedeutet im Endeffekt, dass ich in näherer Zukunft keine Sammlungen mehr ankaufen werde, es sei denn, es handelt sich wirklich um einen super, super Deal und um eine Sammlung, die nicht unbedingt in den vierstelligen Bereich geht. An all die anderen, die mich gerne unterstützen wollen würden, indem sie mir ihre Sammlung verkaufen möchten, möglicherweise auch zu einem guten Preis und eine Sammlung haben, die allerdings mit 200, 300 Euro, selbst wenn es ein guter Deal ist, nicht bezahlbar ist oder nicht zu bezahlen ist, die bitte ich doch, sich an Rising Time zu wenden. Jetzt werden sich einige von euch sicher denken, hä, wo ist denn da der Sinn? Warum soll ich denn jetzt meine Sammlung an Rising Time verkaufen, wenn sie doch eigentlich House of Cards haben will? Was hat der denn davon? Verstehe ich nicht. Das ist eigentlich ganz simpel. Wie bereits angesprochen, will ich ja mein Geld bündeln. Ja, momentan ist es halt so, wenn ich was kaufe, ich kaufe ja relativ viel, dann tue ich das bei vielen unterschiedlichen Leuten und muss dann sehr, sehr viele unterschiedliche Überweisungen machen. Und das ist natürlich relativ zeitaufwendig, vor allen Dingen, da viele Leute auch kein PayPal haben. Ich bis vor kurzem kein PayPal hatte und das Ganze dann immer am Bankautomaten machen musste. 30 IBANs eintippen, dauert dann halt mal eine halbe Stunde. Die Leute glotzen einen schon von hinten ganz ungeduldig an und es ist einfach eine ganz, ganz unangenehme Sache. Und dem möchte ich natürlich auch ein wenig aus dem Weg gehen. Im Prinzip, bevor ich jetzt das Ganze noch ein bisschen genauer erkläre, ist das alles relativ simpel. Eure Sammlung wird trotzdem bei mir landen, allerdings nimmt sie halt einen Umweg. Ihr sendet eure Sammlung zu Rising Time, der rechnet das durch, der bezahlt in etwa 65% des Marktwertes. Bei Sachen, die ihn selbst interessieren oder die er einfach so als Investment sieht, sage ich mal, hat er, glaube ich, gesagt, zahlt er auch 90%, wenn sie in guter Condition sind. Der ist da aber äußerst pingelig, fast genauso pingelig wie ich, wenn nicht sogar noch einen Ticken pingeliger und das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Mich da, was die Pingeligkeit angeht, zu übertreffen. Und ja, dann rechnet er das durch und dann bietet er mir entsprechend auch die Karten an. Das heißt, eure Sammlung landet im Endeffekt ohnehin bei mir. Sie nimmt einfach nur einen Umweg und ich habe einfach nur eine Person, an die ich überweisen kann. Wenn ihr also mit dem Gedanken spielt, mir eure Sammlung gerade zu verkaufen oder mit dem Gedanken gespielt habt, dann könnt ihr mich entweder selbst kontaktieren, dann aber bitte nur, wenn die Sammlung auch tatsächlich relativ niedrig im Preis ist. Keine Ahnung, sowas wie zum Beispiel das letzte Mega-Opening. Natürlich könnt ihr mir auch, wenn ihr lustig seid, mir eure 5.000-Sammlung für 200 Euro verkaufen. Kein Thema, sag ich nicht, nein. Ne? Aber nein, Spaß beiseite.
Dann könnt ihr mich, wie bereits gesagt, kontaktieren. Wenn es halt wirklich was etwas günstigeres ist, bei allem, was aktuell ein bisschen teurer ist, wird es wohl den Umweg über Rising Time nehmen müssen. Dementsprechend solltet ihr wirklich so eine Sammlung haben, wie zum Beispiel der eine nette Herr, der mich jetzt letztens in den Kommentaren geschrieben hat, jo, willst du meine 35.000 Euro Sammlung kaufen? Dann bitte einen beherzten Blick in die Videobeschreibung werfen. Dort findet ihr Kontaktmöglichkeiten, wie ihr halt Rising Time kontaktieren könnt, unter anderem seine E-Mail-Adresse, die Handynummer seiner Geschäftsstelle, auch einen Link zu seinem YouTube-Account übrigens, sehr empfehlenswert, macht gute Videos, sowie sein Instagram-Account. Dort könnt ihr den kontaktieren und ja, meiner Erfahrung nach antwortet er auch in einem sehr angemessenen Zeitraum. Und ich denke mal, dann werdet ihr euch einig, dann werde ich mit mir mit Rising Time einig und dann werden eure Karten schon sehr bald auf meinem YouTube-Kanal zu sehen sein. Jetzt vielleicht noch zu guter Letzt ein kleiner Bericht, wenn man so möchte. Wie ist das eigentlich mit Rising Time zustande gekommen? Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht so wirklich. Es hat sich irgendwie so ergeben. Also bisher waren diese Beziehungen, die ich zu anderen Händlern gehabt habe, immer so nach dem Motto, yo, ich suche einen Händler. Ich stelle mir das so und so vor. Willst du das so und so machen? Ja, nein, vielleicht. Bei Rising Time hat sich das irgendwie so eingependelt. Ich, keine Ahnung, kann jetzt keinen Punkt festmachen, wo ich sagen kann, okay, da ab da ist es dann halt so gelaufen. Es ist halt irgendwie schleichend passiert, wenn man so möchte. Ist vielleicht auch ganz gesund so und ich muss sagen, ich bin halt auch wirklich relativ zufrieden. Wer Rising Time nicht kennt, Rising Time ist tatsächlich der bisher beste Händler, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Ich finde ihn persönlich sehr sympathisch, das kommt natürlich auch noch mit dazu. Wir reden ja alle zwei Tage spätestens mal ein bisschen und ich muss sagen, er ist halt eine sehr hilfsbereite, entgegenkommende Person. Das bemerkt man auch, wenn man sich so eine, seine Videoreihe mit den größten Fehlern, die er im Laufe seiner Karriere gemacht hat, anguckt. Ne? Da merkt man halt auch, dass er doch jemand ist, dem andere nicht egal sind und der sich natürlich auch ein bisschen drum kümmert, dass die Leute, mit denen er zu tun hat, auch zufrieden sind. Und das merke ich halt persönlich auch ganz stark. Ich habe zum Beispiel dieses neue Schnittprogramm gehabt, Filmora, oder habe es immer noch, Filmora heißt das. Und ich bin natürlich, was solche Dinge angeht, ein absoluter Laie. So etwas hat mich nie interessiert, bis ich halt selber mit Videos angefangen habe, beziehungsweise mich dann versucht habe, qualitativ zu verbessern. Und dementsprechend steckt mein Wissen, was das angeht, noch sehr in den Kinderschuhen. Und wenn ich irgendeine Frage gehabt habe, sei sie noch so dämlich, hat er mir sofort eine Antwort darauf aufgegeben. Er hat teilweise sogar noch seinen Rechner angeschmissen oder er war schon an und hat mir direkt ein Beispielvideo gemacht, wie es funktioniert. Er ist auch irgendwie dabei, mir eine dreiteilige Tutorial-Reihe zu dem Programm zu drehen oder hat sie schon gedreht, das weiß ich nicht. Und das zu allen Uhrzeiten, ganz egal, ob das jetzt 10 Uhr morgens war oder 23 Uhr abends, scheißegal, das hat er ohne sich dazu beschweren oder allgemein einfach gemacht. Ich meine, hätte man auch einfach sagen können, jo, guck dir ein Tutorial auf YouTube an, was soll der Kack? Da kam nichts, das hat er einfach für lau quasi gemacht und Zeit investiert. Er selber sagt zwar so, das ist kein Problem und so und macht für ihn keine Umstände, aber ich persönlich denke mir halt einfach, das ist nicht selbstverständlich und ich persönlich kenne nur wenige Leute, die das so einfach mal machen würden, so ganz spontan sagen, jo, dann zeige ich dem das halt kurz und dementsprechend erstmal Daumen hoch für Rising Time, mega, mega Typ. Und darüber hinaus ist natürlich auch das, ist es natürlich auch der Service, den ich halt sehr an seiner Firma, an seinem Unternehmen schätze. Also du kannst, ich sag ihm, was ich will, er packt mir das ein, bumm, schickt mir das ab und das ist in der Regel, mit ein paar Ausnahmen, auch sofort da, ein, zwei Tage später. Also ist alles gut verpackt, 90% der Karten sind tatsächlich auch in dem Zustand, der beschrieben wurde, wobei man dazu sagen muss, dass ich extremst pingelig bin. Es gab schon ein paar Karten, die ich beanstanden musste, aber halt, weil ich persönlich derart pingelig bin, dass selbst der kleinste minimale silberne Punkt auf einer Karte schon für mich nicht mehr nehmend ist. Obwohl es natürlich, wenn man jetzt nach den Card-Market-Richtlinien oder ähnlichem geht, immer noch als niemand verkauft werden kann. Das heißt, ich kann davon ausgehen, wenn jetzt irgendwer anders, der nicht ganz so pingelig ist, wie ich bei Rising Time bestellt, auch eine 100%ige Wahrscheinlichkeit hat, dass die Karten in dem Zustand sind, in dem sie bestellt wurden. Und auch der Service ist gut, wenn mal was nicht ankommt oder was nicht zufriedenstellend ist. Zumindest war es halt bei mir tatsächlich so, musste ich dem halt nur kurz schreiben und die Sache war sofort geregelt. Günstigere Karten hat er mir auf jeden Fall sofort nachgesendet, ohne wirklich dafür was zu berechnen, einfach so.
Ich musste die alten Karten trotzdem nicht zurückschicken oder so, also die waren halt einfach nochmal oben drauf. Es gab auch mal ein Paket, das auf dem Postweg verschwunden ist, das wurde mir auch nicht in Rechnung gestellt. Und das kenne ich halt teilweise auch tatsächlich ganz, ganz anders von anderen Händlern, die sich dann da auf die Hinterbeine stellen und da meinen, auf ihr Recht plädieren zu müssen oder meinen, ein Recht zu haben, das möglicherweise gar nicht existent ist und dann auch teilweise unfreundlich werden und auch böse H- und F-Wörter in den Mund nehmen und so weiter. Und das ist halt hier tatsächlich einfach nicht der Fall. Und mal abgesehen davon, dass er auch eine Menge Auswahl hat, die mich interessiert, sind das halt einfach so die Gründe, warum ich gesagt habe, okay, es hat sich jetzt erstens so ergeben und mal abgesehen davon finde ich es mega, mega nice. Ihn als Person, ihn als Unternehmen und wie das Ganze läuft und habe mich dementsprechend jetzt zu diesem Schritt entschlossen. Abschließend könnt ihr mir noch eure Meinung zu meinem neuen Overlay-Design dalassen. Das hat mir der liebe Collect and Trade bzw. der liebe Andy von Collect and Trade designt, nach meinem Gutdünken, nach meinem Wunsch. Ich habe versucht, es halt nicht zu überladen zu machen, wollte aber auch es nicht zu schlicht machen. Ich wollte halt schon, dass man sieht, dass da was da ist, sage ich mal. Es wird jetzt für jedes Format diesen Banner geben, immer mit dem entsprechenden Titel oben. Hier in dem Fall jetzt Kanal-Update, dann halt Mega-Opening etc. Vielleicht lasse ich diese goldenen Ränder noch ändern, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht will ich das ein bisschen dunkler haben. Das werden wir dann aber sehen. Die werden jetzt erstmal so eine Weile zum Einsatz kommen. Ihr könntet mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Findet ihr das findet ihr das too much oder findet ihr das so in Ordnung? Ja, wir hören uns dann zu einem weiteren Kanal-Update, das hoffentlich wieder in etwas weiterer Ferne liegt. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.